Geil. I could probably break this with something. Jo, mach's gut, ciao. Jo, ciao. Ja, lustig, ey. Ich mag die Figuren. Normalerweise sind so Figuren in Horror-Games eigentlich immer mit das Worst Case. Vor allem. Zum Beispiel dieser Coilhead bei Lethal Company ist auch das Schlimmste, was einem passieren kann, actually. Die ganze Zeit angucken und alles so und dran, ist das bei den Puppen immer so. Das kann ich jetzt wieder zerstören. Jetzt müssten wir ja in den Elektronikraum kommen, hoffentlich. Aber ich sehe gar keine Ratten. Ich habe jetzt irgendwie eine quietschen gehört, oder sollen das hier Ratten sein? Nee. Einfach nur Steine. Ach so. Oh. Das meintest du. Ich dachte, man kann immer wieder zurück. Aber jetzt geht's wahrscheinlich nicht mehr, ne? Ich sehe nicht. Wieso sind hier so riesige Fernseher? Also so riesige. Nö, siehst du nicht. Ist das sad. War der gerade an? Ach Mann. Oh Gott. George, Sie müssen die Shinitsu-TVs noch auspacken und schön präsentieren. Passen Sie besonders mit unserem Kronjuwel auf, dem neuen Shinitsu XXL. Schalten Sie dann alles über den Schalter an der Tür ein. Achten Sie darauf, dass der Strom da ist. Ja, gut. Da weiß ich jetzt nicht, ob ich da jetzt einfach hinkomme. Ah, das wollte ich nicht. Wollte eigentlich, gucken, wie sie chillt. It's a fuse box. Wieder? Boah. Das Ding ist halt so bei so einer Sicherung. Nothing. War da nicht. Nee, da kann man nichts nehmen. Nee. Lustig, dass dahinter auch zwei Spiegel sind. Okay, ist eine Alpha-Wall, schade, sonst käme da safe drauf.
Überall diese Kameras. Nothing. 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 Geil. It's a fuse box. It works. Works. Anstatt halt wild darauf rumzudrücken, hätten wir wahrscheinlich die alle in eine Richtung gucken lassen sollen. Nee. Beurteilt, beobachtet und angestarrt werden. Das sind die Dinge, vor denen sie mit aller Kraft entkommen wollte. Sie haben sie immer angestarrt. Sie. Wir nehmen damit nicht uns. So als Therapeut nicht die Patientin angucken. Das ist meine Therapie. Ich beachte dich gar nicht und du zahlst mir Geld. Hey, ein Kiddo. Ja, das ist die Therapie. Du wirst von allen angeguckt. Let's go. Schade. Die Welt ist besser ohne die Zerbrochenen. Sie bringt Schmerzen und fügt anderen ihnen Schmerzen zu. Bist du auch ein Zerbrochener? Ja, komplett. Komplett Bruch. Boah, sie die Sicherung immer noch mitnehmen. Ah, falsche Sicht. In der Richtung. Du musst nicht schießen, kannst auch mit deinem Splitter reflektieren. Hä, indem ich den dann vor mich halte, oder was? Ich meinte, ich dachte, man muss die ja schießen, wenn die hier vor dem Spiegel ist. Stand da nicht irgendwas so, dass man die da vorlocken soll? Oder geht der Spiegel vor alleine kaputt? Muss ich dann nur da reingucken oder was? Umdrehen, sie muss sich ja selber in der Reflexion sehen. Ach so. Ach, darum ging's. Ich dachte, dass man sie generell vor den Spiegel lockt und sie dann eliminiert. Mom machte das Abendessen, aber jetzt ist sie im Eisschrank. Bei Feuer schlief Dad immer den ganzen Tag, also brachte ich ihn zur Laderampe. Im Dachstuhl hatte ich immer Mut, jetzt verbirgt sich mein Bruder im Lager. Ich, mir geht es gut, alles okay, dann Unglück. Okay. Und da ich böse bin, bin ich ein seelenloser Abfall. Nein. It's a small rounded slot.
No dice. Wie, man kann die Sicherung dann nicht einsetzen? Yeah, worth a try. No luck. Nothing. Wie viele Dinge kann man da reintun? Holy shit, ey. Oh Gott. Mitarbeiter. Die meisten neuen Spielzeuge gingen beim Unglück verloren. Ich werde daher diesen Bereich absperren und abdecken, bis die neue Kollektion eintrifft. Gehen Sie da nicht rein. Er wird derzeit als Lagerplatz genutzt. Es stehen ungeöffnete Kartons rum. Und ein Spiegel ist dort drin, Anderson. Und ehrlich gesagt, gruselig schlechte Schwingungen. Ich wollte schon sagen, was davon ist da drüber so die Message von, geh da nicht rein, da ist ein Spiegel drin oder geöffnete Kartons? Kartone, vor allem. Naja. Wie ist das mit... Der ist kaputt, na genau. Jetzt wären wir ja wieder hier. Und ich kann die jetzt abwehren, indem ich halt im Prinzip woanders hingucke, oder was? Also wenn ich so gucke, gucke ich sie ja an. Aber wenn ich so gucke und sie dann dahinter wäre, gucke ich sie dann nicht an. Und dann greift die mich auch nicht an, oder wie? Das wäre ja Quatsch. Weil sonst würde ich ja durchgehend so rumlaufen. Stellt mich ja nicht, dass ich deine Sicht blockiere. Siehst du mal, ob das bei den Puppen noch geht. Okay. Doch, die greift dich an. Ja, aber wie wehre ich die denn dann ab? So, wenn die sich in der Reflexion von meiner Scherbe sieht, dann greift die mich auch nicht an, oder was? Aber die greift mich doch an. Denke ich nicht. Ich habe jetzt jedes Mal Schaden bekommen, oder? Achso. Du musst aufstehen. Lol. Okay. So viel Stuff einfach. Holy shit, ne? Komm, wir gehen. So, war eigentlich am Anfang was. Ich erinnere mich nicht mehr. Hier brauchten wir auch eine Coin für. Ja. Aber wir wollten ja jetzt erstmal irgendwie den noch was aufmalen, wenn ich mich nicht irre, oder? Die Puppe probiert. Die Puppe, wie wär's? Ich dachte, dafür muss ich wieder hier lang. Ach so! Ich kann neben einer das dann direkt aktivieren, oder was? Aber wie mache ich das dann? Check ich nicht. Ah. Natürlich.
Lol. Tatsächlich, wenn man sich hinhockt, geht's dann nicht, oder was? Ist ja dumm. Was ist die eine, die zerkratzt vor einem Gesicht? Wenn ich wüsste, wo die rumsteht. Wo steht Dave? Wichtig. Die ist irgendwo bei den Regalen. Ja, danke für den Tipp. Wäre sie gewesen? Es tut mir irgendwie voll leid, das die ganze Zeit zu machen, weil die das ja nicht will. Ich fühle mich wie ein schlechter Therapeut. So. Da drin steht noch einer. Also am Eingang. Alle haben hier viel Schaden. Sorry. Das ist das Letzte, was ich wollte. Stop watching me. Eine fehlt noch, die sind in der Nähe sein. George hat sich gerade zu mir bewegt. Dave sieht schon cool aus. Sieht richtig siegessicher. Wir haben doch jetzt erst alle drei. Ah, okay, ja. Ich würde schon sagen. Aber jetzt haben alle immer Lachgesichter. Ja, okay. War mal was. Guck sie ja selber an. Jetzt bin ich es auf jeden Fall nicht mehr schuld. Oh. Niedrigenspreise garantiert. Ein Jahr Garantie auf Elektronikverkäufe, Einkäufe über 100 Dollar. Bonobo TM. Geil, 27 TV mit eingebauten Videorekorder. Sparen Sie bis zu 30% auf ausgewählte Artikel. Alle schnurlos Telefone 20% reduziert. Ich habe gerade ganz genau gesehen, wie Dave sich zu uns bewegt hat. Das sah ja lustig aus. Oh. Oh Gott, das ist keine gute Kombination, die ich hier anstrebe. Postkarten. Samantha hat jetzt auch eine. I need more of this.
Geil. Ich will noch mehr davon. Ja, ist doch. Auf einem runden Regal, sagst du? Nähe des Eingangs. What the fuck? Wieso kamen wir gerade vorwärts da durch? Hier, direkt daneben. Wieso habe ich das gerade eben nicht gesehen? Ist das sad? Das ist ja sad. Jetzt müssen wir da hinten wieder zu den Kassen. Oder wo sind die? Da. Und so auf die zubewegen. Die Mitarbeiter feiern das. Können rückwärts laufen. It's the item scanner. It's an item scanner. Ja, wir müssen den Preis erreichen. Achso, warte, was war hier? 4? Ja. $3,99? Oh oh. Das vierte komme ich nicht. Ah. Ja, ist ja egal, was ich mache, ne? In den Item Scanner, achso. Wie, das war nicht richtig? So. Ja, wir hatten ja mehrere Orte, wo wir jetzt diese Points eingeben können. Einmal auch diesen Getränkeautomat, wo ich auch nicht weiß, warum man das machen soll. Weil, warum sollten wir uns was zu trinken holen? Der falsche Wayo. Sie ist jetzt nämlich wieder durchgekommen. Ne, es ist nur von der Seite, erkennt er das. Okay, es ist so ein Inverter-Ding. It's a lock with a coin slot. Oh, it fits. Gesundheit. Chillig. In dem Spiel geht's immer um Pillen. Ja, ich merk das schon. Von dem Türscanner. Ah ja, genau, das ist ja die, die ich hier gerade geholt habe. Samantha? Mit der hatte ich noch gar keine gute Erfahrung gemacht. Die Samantha. Wir spielen mal was mit dem Wagen jetzt hier.
Der Fotomacher. Wieso Fotomacher? Aber, okay, also müssen wir diese drei Münzen in diese drei Geräte einsetzen? Oder können wir uns, gibt's noch mehr? Das Gefühl, das sind so useless Sachen. Also die Pille da vorne nicht, aber beim Fotoapparat oder... War der gar nicht hier? 3 für 3, ja, okay. Trust me. Ja. Eingangshalle, im Eingangsbereich. Da vorne, da am Ende stand er doch. Ja. Ich meine auch. Und die, das Getränk hier irgendwo, meine ich. Hier. It has a small coin slot. It works. It swallowed the coin, but nothing happened. Oh nein, das ist ja wie der Kaffeeautomat auf meiner Arbeit. Damn thing still owes me. Oh nö. Damn thing still owes me. Weiß ich nicht, was ich davon jetzt halten soll. So, warte, wie kommen wir von hier am schnellsten dahin? Direkt einfach links halten hier vorne. It's a coin slot. Fits perfectly. What? Alter, ist das hell. Boah, blind. Ja, genau so ohne die Brille sah ich ungefähr aus. Guck mal, hinter uns ist so ein Sie hinter dich. Dude, der hat mir Hasenohren gezeigt. Also, normalerweise wäre ja die normale Reaktion jetzt... die ich machen würde, nicht hinter mich zu gucken, einfach aus Trotz. Aber ich will natürlich sehen, was passiert, wenn sie machen das. Aha. Also, grundsätzlich in so Spielen, wenn sowas kommt, bin ich immer raus. Das ist der Typ, der dich die ganze Zeit belabert. Ja. Da habe ich mir schon fast gedacht. Ich will das mitnehmen. Das ist voll toll, das Bild. Ihr Puppen schalte frei und erreiche die Spielzeugabteilung. Okay. Und wir müssen ja, das meine ich ja. Das ist eigentlich so meine normale Reaktion in Spielen, dass ich mich dann nicht umdrehe. Ist halt immer so ein 50-50-Ding, ne? Ob die Entwickler wollen, dass du dich dann umdrehst oder nicht. Ja, hier war noch ein Spiegel. Hier war der Eingang hierzu.